Mit Tschechien erwartet uns das letzte Hauptrundenspiel und eine Mannschaft, die eine gute, kompakte, bewegliche Abwehr spielt. Gutes Zusammenspiel mit beiden Torhütern, die uns in Deutschland ganz gut bekannt sein sollten aus ihrer aktuellen bzw. ehemaligen Zeit. Und eine Mannschaft, die dann über ein gutes Tempospiel nach vorne in den Positionsangriff umschaltet und dort mit Strahala, mit Bečva, mit Babak, mit Kašparek wirklich vier sehr interessante, unterschiedliche Rückraumspieler haben. Ja, Strahala ist, was die 1-gegen-1-Situation angeht, mit Babak schon herausragend bei Tschechien. Sehr torgefährlich, mit sehr vielen Abschlüssen, also wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Aber auch Kašparek auf Rückraum rechts, ein großgewachsener, torgefährlicher Spieler, der immer wieder die Nahtstellen angreift, eine gute Kooperation im Außenspieler hat. Insofern schon auch ein variables Angriffsspiel im Rückraum mit unterschiedlichen Akteuren. Und das wird wieder eine große Herausforderung für uns. Für uns geht es natürlich darum, die guten Leistungen, die wir jetzt bei der Europameisterschaft gezeigt haben, weiter fortzusetzen. Wir spielen unser letztes Spiel hier in der Hauptrunde in Wien. Wir wollen die Emotionen, die wir hier in Wien auch gemeinsam mit dem Publikum gezeigt haben, weiter fortsetzen. Und schließlich gilt es auch, internationale Spiele bestmöglich zu nutzen für kommende Aufgaben. Es wartet ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele dieses Jahr auf uns. Und da ist jeder Wettkampf, den wir international bestreiten können, eine super Herausforderung, eine super Erfahrung für die Jungs.